Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guard jetzt. Ja, hallo, großes Münster. Ja, wir sind immer noch vor dem Elfenkönigin-Beast-Boss-Fight. Und ja, mal gucken, wie oft wir dieses Mal brauchen. Das Vieh ist nämlich nervig. So. Oh, es benutzt bereits Säureflut. Dem sollten wir ausweichen. Und Heilung. Ja, Flucht der Dunkelelfen ist zum Glück drauf. So, den Säurestrahl parieren. Die Säureflut muss ich einstellen. Ach, das war der Säureflut. Mist. Der Säurestrahl. Ja. Heilung mal lieber. Es sollte demnächst das Ding ausgehen, genau. Au, und das war unser Tank. Okay, neu laden. Die Elfenkönigin hat ein sehr interessantes Outfit an, übrigens. Ja, wir könnten hier noch eine Weile sein. Der Kampf ist anspruchsvoll. Er ist nicht unmöglich, aber er ist schwer. Also es liegt nicht daran, dass ich irgendwie undergeared bin oder so, dass... Oder underleveled. Weil ich habe auch nichts anderes mehr. Hier sind wir nämlich überall schon durch. Ja, hier sind die Level 15 Trolle. Hier in Level 9 sind wir auch schon überall gewesen. Und ja, Level 8. Kennen wir auch bereits. So, die Säureflut und jetzt geht's richtig los. Manchmal wäre es mir echt lieb, Schutzschild zu haben. Ah, den Säurestrahl, den kann ich nicht parieren. Das heißt, ich mache mal das hier, dass ich weniger Schaden nehme. Ich sehe nicht mal unser Leben. Oh. Säureflut, die können wir blocken. Oh, ich habe die Säureflut geblockt. Ah, nicht gut. Das war echt nicht gut. Ich darf Säureflut und Säurestrahl nicht durcheinander bringen. Ganz sicher nicht.
So, Säureflut. Ernst! Haft. Okay, da war ich zu schnell. Ah, Mist. Oh, da habe ich es wieder vergeigt. Wenn das Ding dreifachen Schaden nimmt, ist es so, als ob es nur ein Drittel seiner Lebenspunkte hat. Ein Drittel von 24 sind 6. Nein, es sind 8. Au. Das hat getroffen. Egal. Es hat nicht so viel Schaden gemacht. Dumm. Säurestrahl hätte ich ausweichen müssen. Das da kostet mir nämlich zu viel Mana. Obwohl, das war das jetzt ein Säurestrahl oder eine Säureflut? Der Säureflut kann ich ausweichen. Dem Säurestrahl, den muss ich blocken. Mach mal das Wasserschild an, das dürfte ein bisschen helfen. Machen wir es so rum. Den Säurestrahl kann ich leider nicht. Aber jetzt kann ich dich weiter hier behalten. Sicher ist sicher. So, Säureflut. Säurestrahl kann ich unterbrechen. Okay, ein Heiltrank. So, mehr Heilung. Mehr Mana und alles. Den Säurestrahl. Der tötet mich. Okay. Mist. Okay. Können wir wieder vergessen.
kann halt nicht bei jedem Säurestrahl zurückgehen. Das ist das Blöde. Oder bei jeder Säureflut eben. So. Auch wenn das jetzt schon gut getroffen hat. Der Säurestrahl ging gegen jemanden, der es mal einstecken kann. So, der Säureflut sind wir gut ausgewichen. Dem Säurestrahl. Oh, den hätte ich blocken können, oder? Oder den nächsten. Dumm, 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 dumm. Okay. Das hat geklappt, ohne Probleme diesmal. Wir sind auch recht gut dabei sogar. Die Säureflut hat ein bisschen wehgetan. Ist aber halb so wild. Das war eine kritische Heilung, das war gut. Den Säurestrahl, den muss ich jetzt leider fressen. Hoffentlich nicht so stark. Den nächsten Säurestrahl. Wie? Wie hast du den jetzt so schnell getötet? Es lief gerade so gut und jetzt ist auf einmal mein Tank instant tot. Aber wie? Habe ich gerade nicht auf sein Leben geachtet? Habe ich mich verguckt? Ich habe ja auch nichts, was wirklich sehr viel mehr Schaden verursacht. Ohne Kosten der MP. Gut. Nicht gut. Da hat der Input einen Schritt zu viel genommen. Warum auch immer.
So. Nein, ganze Truppe. Wisst ihr was? Ihr beide haut mal die rein. Den Säurestrahl muss ich leider kassieren. Genau, beiß mal irgendwen anders. Den Säurestrahl blocken. Oder unterbrechen, wie man es nennen möchte. Beißen, okay. Den kann ich nicht blocken, schade. Tatum. Dann machen wir mal das, dass wir kurzzeitig weniger Schaden nehmen. Und mal kurzzeitig mehr Schaden verursachen. Oh, die Säureflut. Na gut, die fressen wir mal. Da heilen wir sicherheitshalber mal hoch. Mist, den Säurestrahl. Hätte ich nicht kassieren dürfen. Was hat meine Heilerin gemacht? Das würde ich mich gerne mal wissen. Die wollte irgendwie nicht heilen. War das der Debuff vor der Säureflut oder was war das gerade? So. Du gehörst mir. Den Säurestrahl muss ich leider kassieren. Die Säure flut jedoch nicht. Oder wenigstens nicht so arg. So. Den Säurestrahl, den kann ich nicht blocken. Und ja, auch wenn blocken das falsche Wort ist, ich sage einfach in Zukunft blocken.
muss mal dringend gucken, wenn wir wieder an der Stelle sind, ob ich einen Schritt zurückgehen kann, wenn die Säureflut kommt. Weil ich glaube, die Säureflut trifft mich nicht, wenn ich einen Schritt zurückgehe.